Gleich nach meiner Partie breche ich auf. Ehren kann niemand verwehren. Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Zeig mir, was du anzubieten hast. Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, über einen Nordling, der Langusten durch Hecht ersetzt. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas höre. Ich komme wohl nicht in den Genuss eurer Langustensuppe. Wie wär's dann mit etwas Gwind? Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen.
dachte, ich kenne sie alle. Natur. Muss eine Sonderkarte sein. Hinten drauf ist eine Nachricht. Eines gewissen Grafen Monnier. Eine Einladung zu einem Turnier. Interessant. Ein Hexer. Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen die sicher an. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Weiter so, Plätze. Los, lauf! Der Schweiß zwischen den Arschbacken und Bart. Das stinkt vielleicht. Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Verseuchte Weinlaus! Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Ich könnte mich der Sache annehmen, solange du mich bezahlen kannst. Also gut, so sei es. Wir sind uns handelseinig. Na gut, ich sehe mir das Lagerhaus an. Mir läuft der Schweiß zwischen den Arten. Da kommt man mit Prädikatsexamen von der Akademie von Oxenfurt. Aasgestank. Nekrophagen. Ah.
Puh, hier stinkt's. Puh, hier stinkt's. Puh, hier stinkt's. Lagerhaus jetzt sicher? Ich tue... Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Zweet einige Männer hinschicken. Brauchst du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager, aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg, Toussaints berühmtestem Schlachter. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motard den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen, dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bis dann. Langsamer. Puh, stinkig. Ich habe zuerst geboten. Aber ich habe mehr geboten. Mademoiselle, Monsieur. Ein seltsames Land, dieses Toussaint. Stimmt. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, in einer Märchenwelt zu sein. Das Lustigste ist, dass die Einheimischen an diesen Unsinn glauben. Angeblich ja? War der Riese verflucht. Ich bin ein Werwolf! Wer würde alles tun, um einer Frau zu imponieren? Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute! Es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist!
Sieht mir nicht nach einer Irren aus. Nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Mathilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Das klingt gerecht. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Liam mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Gut, abgemacht. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Die Herzogin hat ihn bestellt. Das ist zu schade. Stimmt. Wenn ich das hier bin, liebe Herzogin Anna Henrietta! Das Lustigste ist, dass die Einheimischen an diesen Unsinn glauben. Komm schon, Plätze. Leere Weinflaschen, Essensreste. Was meine Alte wohl zu essen macht. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Herzenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch. Ich bin gerade fix für einen Hexer.
So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Verdammt. Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Liebe Herzogin Anna Henrietta! Halli, hallo, Hallöchen. Brauchst du etwas? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Bis dann. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du was? Darf ich mal einen Blick auf deine Waren werfen? Bis dann. Viel Glück auf dem Weg. Du brauchst doch gar nicht zum Arbeiten, weil du dauernd die Erntehelferinnen begeistert. Alles in Ordnung. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Schubidubidu, tamtadalari, schubidubidu. Einfach großartig. Ich sollte mich umsehen. Zerschmetterte Knochen. Verdammt, ganz schön stark. Verdammt, in Stücke gerissen. Tiefe Spuren, Blut, da wollte jemand nur noch weg. Komm schon!
etwas hinter diesen Wurzeln. Kommt raus! Ich tue euch nichts! Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Hey! Beweg dich! Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ritter sind solche Helden, dass wir schon einen Hexer anstellen müssen, damit er ihre Arbeit tut. Ich sag's dir mit den Fäusten! Deine Eier werden's verstehen! Verflucht und zugenäht. Ich will schlafen. Los, los! Thank you.
Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Offenbar wurde er von einer Archerspore getötet.